Kann ich alles aufnehmen? Oh, Bruder. Ich muss los. Ich glaube. Oh, Alter, ich. Oh, wow. Wow, ich brauche erstmal. Oh, puh. Okay, unsere Barrikade hat ein bisschen ausgehalten. Nicht viel. Also die Wand war hier natürlich sehr gefährdet, weil da keine Spikes waren. Aber hier sind anscheinend auch schon einige. Also hier sind auch welche gestorben. Sieht zumindest... Ja, ja, doch. Also es war nicht so unerfolgreich, wenn man das so sagen darf. Also war schon... Also wir haben da schon einige mit weggesemmelt. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier liegen auch noch überall so Säckchen rum. Die nehme ich alle mit. Schwupps, schwupps. Oh, hier. Stimmt, hier waren ja unsere Leiche. Alles nehmen. So. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott. Wow. Wow, was war das für ein Albtraum. Was für eine albtraumhafte Nacht schon wieder. Ja, und hier sind sie natürlich durch die Spikes auch gestorben. Klar, sicher. Hinten haben sie aber nichts weggesemmelt, ne? Gut, ein neuer Tag bricht an. Eine neue Stunde. 4 Uhr morgens. Sie sind nur vorne durchgekommen quasi. Ja, tja, jetzt die große Frage. Was machen wir? Ziehen wir um? Oder bauen wir drumherum noch mehr Fallen? Wir brauchen ja diese Fallen, diese Maschine, ne? Die, wie heißt sie? Wo stellen wir die denn her? Hier, die bräuchten wir. Da brauchen wir Kupferdraht, Eisenbarren und Zahnrad. Kupferdraht, da brauchen wir Kupferbarren für, ne? Kupfererz hatten wir, glaube ich, noch irgendwo. Ja, aber nicht mehr viel. Puh. Noch zwei herstellen. Kupferdraht. Stellen wir mal 4 her. So, auf jeden Fall nur noch Zahnrad. Stück Eisen. Können wir einen herstellen? Wow, was fehlt denn da noch? Eisenbarren. Okay. Aber Eisen haben wir doch, warte mal. Eisenbarren können wir herstellen. 21 an der Zahl, natürlich. So, wie viel können wir davon herstellen? Ein. Was fehlt denn dann? Oh, Eisenbarren und Kupferdraht. Leck mich fett. Konnten wir nicht noch mehr Eisenbarren herstellen? Ach, Ast fehlt uns. Ast haben wir doch. Oder? Hatten wir nicht noch Äste gehabt? Haben wir keine Äste mehr? Das glaube ich ja beinahe gar nicht. Krass, wir haben keine Äste mehr. Ja, wir haben eine Fallenmaschine, das ist ganz toll. Boah, ich bin echt gewollt, einfach weiterzuziehen, ne? Ich sollte mich mal um Essen kümmern. Vielleicht mal so eine Essensstation bauen. Brauchen wir auch einen Ast, toll. Ich und mein Ast. Ja, ich gehe mal einen Baum fällen, oder beziehungsweise wir brauchen ja hier so einen Busch, ne? Ach, das Messer ist kaputt. Ach so, warte mal. Das Messerchen ist kaputt. Das heißt, wir können hier austauschen. So. Ja, das war ja nicht so. Ich meine, ein bisschen teilweise hat es funktioniert, unsere Falle. Aber auch nicht hundertprozentig. Hier keine Büsche mehr. Habe ich alles abgegrast? Hier. Tja, das ist ja nicht so super. So, wieder 2 Äste. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. So. Tja. Achso, Essen, ne? Weil ich muss ja irgendwie an Energie kommen. Das verlieren wir ja irgendwie ständig immer.
Ja, die Hütte ist ganz cool, man kann sich darin verbarrikadieren, aber da fehlen noch mehr Fenster und so. Das ist, ja. 10 Äste brauchen wir dafür. Oh, leck mich fett. Weil ich würde jetzt was essen wollen. Ich hole jetzt erstmal ein paar Äste. Dann würde ich was essen wollen und dann würde ich die Hütte, glaube ich, hinter uns lassen. Und dann Stück für Stück irgendwann alles wiederholen. Das würde ich, glaube ich, machen. Das ist so jetzt die Prämisse, die ich habe. Dass wir umziehen. Das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Weil das geht mir doch ein bisschen zu... Also ist mir doch ein bisschen zu stressig, das Ganze. Na? Huha. Das ist mir doch ein bisschen zu stressig. Weil man kann nicht gut aus dem Haus rausschießen auch. Das kommt ja auch noch dazu. Und wir haben keine Waffen eigentlich. So ein paar Sturmgewehre oder so finden wäre ganz cool. Das müssen wir mal machen. Und ich würde auch natürlich gerne die Fallen bauen. Na? So. So. So, haben wir denn jetzt genug? Wir haben genau 10 Äste. Das kann aber leider gar nicht sein, dass es nur 10 Äste gibt. Ha, hu, ha, a, u, a, sa. Komm her. Mach dich platt. Nochmal 3 Äste. Ja, wir haben halt nicht mehr viel Energie, ne? Das ist halt das Problem, das Große. So. Dann lass mal bauen. Dann würde ich die Hütte einfach hinter uns lassen. Wir haben früh 5 Uhr morgens in den Morgenstunden. Vielleicht suchen wir uns einfach ein Gebäude, was steht. Und versuchen uns da zu verschanzen. So wie hier das, aber wo man dann auch vielleicht ein bisschen rausschießen kann, weißt du? Das heißt, ich würde jetzt hier einfach die Essensstation reinbauen, dass wir die drin haben. Dass wenn wir nochmal hier irgendwie übernächtigen oder so. Na? Hallo? So, die würde ich vielleicht... Kann man die hier hinstellen? Ist die groß? Oh, die ist auch so riesig, ey. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, pass auf. Komm drauf geschissen. Dann baue ich sie nach draußen. Scheiß drauf. Es wird eh nicht mehr unsere Dings hier sein. So. So, was können wir denn hier herstellen? Gekochtes Ei herstellen. Was bringt es? Es bringt Energie und Leben. Das ist sehr schön. Wir haben ja noch Fleisch, ne? Ich würde auch gucken, dass wir ein paar Sachen mitnehmen, die wir vielleicht gut gebrauchen können. Für unsere neue Unterkunft dann. So, warte. So, oh ja, Fleisch. 20 Leben und 10 Energie. Oh ja. Okay, Fleisch gibt auf jeden Fall Energie. Also brauchen wir Fleisch. Müssen wir also jagen. Keks, okay, erfordert Upgrade, Tabellen-Upgrade, okay. Ja, wir haben nicht viel Energie, wir haben ein bisschen Waffe, wir haben Machete. Ja, ich würde mal eben kurz gucken, was wir mitnehmen könnten, was wir gut gebrauchen können. Kalkstein, Ranke würde ich mal mitnehmen. 60 Stück. Das nehme ich mit, das nehme ich mit, Schießpulver. Bearbeitetes Leder, Kaninchen, Blätter. Wir können ein bisschen was mitnehmen. Oh, die Munition. Falls wir Munition finden. Also falls wir Waffen finden, will ich auf jeden Fall Munition mitnehmen. Samen, Forschungsmaterial. Das nehme ich mit. Das sind ja diese Baseballwissenschaft und die Kunst des Krieges. Da konnten wir doch was leveln, oder? Die Kunst des Krieges? Wofür brauchen wir das denn nochmal? Die Kunst des Krieges. Kampf. Ist das hier? Hier, die Kunst des Krieges. Taktiker. Stärke. Oh ja. Forschen. Machen wir das mal. Was haben wir hier? Angriffstempo +2. Oh ja, nehme ich auch. Dann haben wir das durch. Baseballwissenschaft können wir auch machen. Juhu. Dann haben wir das auch durch. Was gibt das? Warte mal. Was war das gewesen? Schaden mit Nahkampfwaffen +5. Oh ja. Ah, hier mit Fernkampfwaffen ist auch gut. Da brauchen wir Robin Hood aber noch. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, ziehen wir um. Ich habe erstmal das soweit mitgenommen. Die Motor... Hä, wieso ist das... Achso, das Messer ist kaputt, ne?
Kann ich das nicht einfach zerlegen? Trimmen? Ah, bearbeitetes Leder. Geil. Ich würde gerne das Messer entfernen. Kann ich das irgendwie zerstören? Ich repariere es einfach. Draufgeschissen. Diese Motorengedöns lasse ich alles hier. Das brauchen wir alles nicht. Ich würde mir jetzt mal eine Hütte suchen, die vielleicht nicht so besucht ist. Und dann gehen wir jetzt mal auf Tour und versuchen mal, uns irgendwie durchzuschlagen. So ein Haus wäre natürlich auch geil, so wie da hinten, aber da ist schon einiges los. Da drin ist auch viel los. Wir müssen irgendwas, so was Abgelegenes haben, aber was sehr, sehr cool ist. Oh, da ist so ein Schreihals, ne? Scheiße. Wenn der uns mitkriegt. Muss ihn direkt um die Ecke bringen. Gott sei Dank hat er nicht mitgekriegt. Spiel gespeichert, sehr schön. So, hier finden. Was finden wir da? Alles nehmen wir. Wir nehmen alles mit, ne? So, wo waren wir denn gewesen, Karte? Da waren wir noch gar nicht. Dann gehen wir mal da so die Richtung. Und schau mal, was uns da erwartet. Wir müssen ja unterwegs auch ein bisschen jagen gehen für Essen dann auch später, damit wir auch Fleisch kriegen. Weil anscheinend... Anscheinend ist es so... Ah, ich würde schon gerne wissen, was da drin ist in dieser Lagerhalle. Aber das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Wir müssen jetzt erstmal zusehen, dass wir die Nächte überleben. Das ist jetzt erstmal wichtig. Hat er uns gesehen? Wie kann er uns gesehen haben? Ist das sein Scheiß Ernst? So, jetzt mal Ruhe im Karton. Ist das Eisenerz? Ist das normaler Stein? Ich probiere mal. Kleiner Stein und Stein, das brauchen wir alles gar nicht. Egal. So, vielleicht finden wir irgendwo so eine Waldhütte oder sowas. Das wäre noch ganz geil. Das wäre riesig. Hier eine Waldhütte. Nein, natürlich nicht. Für die Straße einfach mal hochlaufen und gucken, wo wir da ankommen. Den Schlafsack hätte ich mitnehmen sollen, ne? Aber gut, wir können auch einen neuen bauen. Oh, da sind auch so viele. Also man muss sagen, es ist nicht einfach, das Spiel, ne? Es ist wirklich nicht einfach. So, gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Pui, das geht aber ganz schön weit noch. Alter Schwede. Ja, wenn wir noch ein bisschen was, ein bisschen Fußmarsch noch vor uns haben, aber egal. Vielleicht lohnt es sich ja. So, Tipp. Ausrüsten, Hammer ausrüsten. Wir müssen was? Überlebensnotiz? Fundament müssen wir bauen. Belohnung, Nagel. Toll. Das Tutorial ist, glaube ich, schon jetzt seit gefühlt 3 Folgen oder so da. Ah. Schön. So ein Rundgang. Wir lassen unsere alte Heimat erstmal da und schauen mal, ob wir... Guck erstmal, ob wir vielleicht eine neue Behausung finden, die ein bisschen... bisschen besser ist. So, ich nehme alles mit. Klar, ich könnte jetzt hier Stahl und so alles mitnehmen und so. Das Problem ist, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen bis zum nächsten Einbruch der Nacht müssen wir eine Unterkunft gefunden haben. Oh, hier ist ein Startpunkt. Wusste ich doch, dass ich die Straße irgendwoher kenne. Das kam mir nämlich gerade so bekannt vor, deswegen hatte ich mich nämlich da vorhin umgeguckt. Hat so ein bisschen geschaut gehabt. Ja, da ist auch ein Spawnpunkt. Ich weiß nicht, sind wir da gestartet? Ist das unser Spawnpunkt? Sind wir vielleicht von hier gestartet? Ich weiß es gar nicht mehr. So, weites Land, gutes Land. Man sieht, wo man überall noch hin kann. Und holy shit, ist das alles riesig. Da ist das Atomkraftwerk.
Da hinten. Puh, oh, ein Rehkitz. Mmh. Lecker Fleisch. Ich habe keine Pfeile mehr, ne? Hui, 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 hui. Naja, egal. So, ich weiß nicht, ob der Bunker, der da war, ob der noch irgendwas mit der Story zu tun hat, werden wir sehen. Ach, die Straße endet hier, okay. Die Straße endet hier. Krokodile haben wir ja auch schon gesehen. Die gibt es ja auch schon. Das ist ganz toll. Und wo bin ich denn hier jetzt? Muss ich ausgerechnet am Mount Everest landen? Na, was ihr könnt, kann ich auch. Schauen wir mal. Ja, häuten. So, haben wir was zu essen, zu naschen. Mmh, lecker. Tierdarm. Oh, Fleischstück. Ja, geil. So, ich weiß halt nicht, wo wir hinkommen werden. Ne? Da sind überall Berge. Seen und Berge und Gottes Willen. Ich hoffe, wir finden eine Unterkunft. Ach, ich kann mal leveln. Vitalität machen wir mal. Wir haben uns entschieden. Ich würde diesen Berg erklimmen wollen und dann mal gucken, ob wir da vielleicht die Möglichkeit haben, da ein bisschen drüber zu schauen. Wo wir da hinkommen. Eine Straße wäre ganz geil. Ich hatte mir ja sowieso vorgenommen gehabt, mal die ganze Karte mal zu erkunden auch. Und das trifft sich ja eigentlich ganz gut, wenn wir hier schon unterwegs sind. Aber ich wollte ja sowieso am nächsten Tag erkunden. Dann, das passt mir ja ganz gut. So, wir erklimmen mal den... Was war das denn? Erklimmen mal den Berg. Ach, hier liegen Steine rum. Toll. Oh, ein Schwein. Oh, und das ist ein Wolf. Erlegst du das Schwein bitte für mich? Das wäre ganz nett. Das finde ich immer so cool, wenn es Spiele gibt, wo die KIs auch so untereinander kämpfen. Aber lock den Wolf bitte nicht zu mir. So, da ist das Kra... Oh, Alter, ihr willst mich jetzt verarschen? Du kommst jetzt nicht zu mir, oder? So, da ist das Kraftwerk und da ist die Stadt, wo wir waren. Wo wir auch gebaut haben. Uiuiui, was ist denn da hinten? Da hinten sieht aus wie eine Brücke. Und Strand oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir haben einen sehr schönen Berg, wo wir mal drüber gucken können über die Karte. Das sieht sehr gut aus. So, 7 Uhr. Immer noch unterwegs. Aber soll ich euch was sagen? Ich finde, das hier ist ein guter Zeitpunkt, um hier mal eine kurze Folgenpause zu machen. Und dann sehen wir uns in einer weiteren Folge wieder. Hier bei The Night of the Dead. Und ich freue mich auf euch. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.